Servus, Ladl. Der heutige CWL-Tag ist leider schon so gut wie verloren. Die ersten beiden haben wir bisher aber gewonnen. Und dementsprechend ist noch alles offen und wir versuchen noch möglichst viele Sterne rauszuholen heute. Wir gehen trotzdem ein bisschen risikoreicher und zwar mit einem Sepp Titan Smash von gegenüber. Was genau habe ich hier vor? Seppen werde ich den X-Bogen zusammen mit dem Multi und der Bauhitte. Den Warden Walk werde ich hier vom Scattershot starten, den Scattershot mitwalken, dann einmal mit dem Smash hier oben rein. Den Lock Launcher hier durch 11 oder von 11 durch den anderen X-Bogen, durch den anderen Multi durch. Den King hier außen mit dazu in den Scattershot rein. Und dann sollte das eigentlich ziemlich gut ausschauen. Die Gladi kann ich dann entweder beim King oder auf 6 Uhr mit dazu setzen. Da müssen wir mal schauen, wie es genau läuft. Der Plan sieht eigentlich richtig gut aus. Ich würde sagen, wir starten rein und hoffen das Beste. So, der. Oh nein, oh nein, die Heiler. Ach du Kacke. Na, wobei. Scheint okay zu sein. So, dann hier einmal zappen. Das passt soweit. Hier investiere ich einfach einen Sneaky. Damit der Warden auf keinen Fall irgendwie da runterläuft. So, und jetzt ist die Frage, brauche ich da sogar einen Rage? Oder geht das so? Boah, ich brauche einen Rage. Scheiße. Das ist ärgerlich. Da hätte ich dann auch schon viel, viel früher setzen können. Ich dachte, das geht sich ohne aus. Nehme ich dann die Gladi auch noch mit? Nee, scheiß auf die Gladi. So, den King kann ich hier schon mal starten, damit er da rechtzeitig funnelt. Nein, der Titan ist ehrenlos. Der ist echt ehrenlos. Lockt auch schon mal die CC. Ich hoffe, dass die jetzt nicht komplett auf meine Heiler geht. Doch, genau das passiert gerade. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, oder? Ja, jetzt muss ich den. Ach! Ey, ich raste hier aus. Ich raste hier gerade komplett aus. Der Lock Launcher war komplett für den Arsch. Weil ich so gepanickt habe mit der CC. Das heißt, ich muss hier schon drüber springen. Und ich habe keinen Rage mehr. Ach du Kacke. Das geht so nach hinten los. Heiler sind alle weg. Aber was war das denn auch? Ehrlich jetzt. Als ob der eine Titan einfach abgehauen ist. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Der eine Titan haut ab. Dadurch werden meine Heiler komplett geroastet. Und jetzt ist das hier ein kompletter Fail. Das ist ein dicker, fetter One-Star. Und ich habe aus Versehen den Giftzauber dabei gehabt, anstatt ein Freeze. Das war's jetzt auch. Ja, geil, ey. Ey, ich bin so sauer. Ich bin so maximal sauer. Der Plan war echt gut. Und der Titan hat mich komplett hochgenommen. Das Gute ist, es kann jetzt nur noch besser werden. Ich bin maximal gebrochen, aber egal. Wir müssen schauen, dass wir da jetzt wenigstens noch irgendwie einen Triple holen. Beim zweiten Hit spiele ich den King hier unten ins Scattershot rein. Der soll mindestens das hier holen. Die Queen spiele ich dagegen, lasse ich hier hochlaufen und die würde ich dann gern hier reinbrechen. Dann einen Flameflinger, der mir hier alles einigermaßen wegfunneln sollte, damit die Queen da reinläuft und Hawks dann einfach mehr oder weniger da dann durch den Multi. Ich glaube, man hört es, dass ich ziemlich gebrochen bin. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen läuft. Wir gehen rein.
Hier passt bisher noch alles. Nein, 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 nein. Die Queen verliert doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der Freeze würde völlig ausreichen. Heute ist Bruch angesagt. Der Charge wird jetzt übel ohne. Ohne Fähigkeit. Ey, was haben denn die Mauerbrüche vor? Bitte brech auch auf. Der nächste muss dann ankommen. Ich habe nur noch einen. Okay, der kommt jetzt an. Aber ohne Fähigkeit ist es gerade so unterirdisch. Ey. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht, ehrlich. Ich brech weg. Ich brech weg. Ist noch ein schöner Monster hinterher. Ich kann nichts mehr machen. Oder können die Yetis das noch irgendwie holen? Nicht das jetzt alles Rage. Loons mit drauf. Kommt schon, Yetis. Geht in Richtung Rathaus. Holt das Rathaus. Die Nado! Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Komm schon, Gladi, du hast noch eine Chance. Nicht auf den King gehen. Geh auf das Rathaus. Hol das Rathaus. Hol es einfach. Danke. Ey, Mann. Mit Queen-Fähigkeit fällt das Rathaus und das ist so ein Overkill. Also, wenn es schief läuft, läuft schief. Ist einfach noch ein Timer am Ende. Das gibt's doch nicht, Chat. Ich bin maximal gebrochen. Oder kann das sogar noch durchgehen? Das ist ein 99er, oder? Die Gladi ist zu langsam. Oder? Hier unten steht noch eine Zauberspruchfabrik. Der Bruch. Naja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ciao, ciao.